Willkommen hier wieder zurück zu Visions of Mana. Und wir gehen jetzt nochmal schön zurück zu diesem einen Schrein aus dem anderen Bereich. Ach komm, da kann ich jetzt auch das Glöckchen mal nehmen. Damit sind wir ein bisschen schneller. Ich könnte mich auch teleportieren, ich weiß, aber ich wollte es jetzt nicht so umständlich machen. Also, beziehungsweise so umständlich. Oh, da hinten haben wir auch noch was. Wartet mal. War ich? Ich habe doch jedes Haus hier abgesucht, oder nicht? Habe ich das Haus echt nicht abgesucht? Und meine Katze macht mich wahnsinnig. Aber warum habe ich das Haus nicht abgesucht? Der Fratz ist aufgeflogen. Hm, wohin als nächstes? Gut, hat sich das jedenfalls auch erledigt. Ich wollte ja zum Schrein zurück. Jetzt muss ich das wieder lesen. Ich weiß nicht, ob die irgendwelche Informationen haben, die mal hilfreich sein könnten. Fruchtbare Felder, fröhliche Bauern, soweit das Auge reicht. Aber vor langer, langer Zeit wurde hier gekämpft, sagen alle. Wieso muss man kämpfen, wenn es genug Essen für alle gibt? Vertragt euch gefälligst und setzt euch zusammen an den Tisch. Erst kauen, dann runterschlucken. Und Nachschlag gibt's nur einmal. Für mich die größte Portion, bitte. So. Ich dachte mir halt, wenn ich jetzt schon hier lang reite, dann hole ich mir auch noch ganz kurz hier diesen ganzen Bärenhonig. Ah ne, es ist ein Kürbis. Da ist auch noch ein Bärenhonig. Da hinten ist auch noch was. So, und jetzt hier wieder runter. Jetzt bin ich der Meinung, habe ich jedenfalls alles eingesammelt, was irgendwo ansatzweise auf dem Weg lag. Ich hoffe, ich darf auch zurück. Okay. Jetzt muss ich in die andere Richtung raus. Ich hoffe, das war jetzt die richtige Richtung, Richtung Britatal. Ja, richtig. So, und jetzt wollte ich dahin, dahin. Und dann müssen wir jetzt hier oben hin. Ich hoffe mal, mein Level reicht jetzt. Ich gehe ja eigentlich mit einem guten Start rein. Ich will noch den Charakter wechseln. So, jetzt noch Charakterwechsel. Tänzerin, Wahrsagerin. Ich weiß nicht, was sie jetzt als Wahrsagerin kann. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie Schaden verteilt. Insofern, let's go. So, jetzt hauen wir die jetzt mal alle weg. Mehr, du blödes Schwert. Am besten ist natürlich, wenn die alle auf einem Platz sind, aber da glaube ich, brauche ich jetzt gerade das
erstmal nachgucken. Machen wir jetzt erstmal den hier platt. Ach komm, ernsthaft? So, und dann kann ich... Donnersäbel, macht Donnersäbel bei den Sinn? Ich würde sagen, nein. Was haben wir noch? Eissäbel? Ah, wenn ich jetzt wüsste, was die drauf haben. Was war das? Geisterimpuls. Na, kann ich noch nicht. Gewonnen? I grow stronger with every... Das war's wert. Wird den Schaden vom Mond angegriffen? Haben wir Mond angegriffen? Nein. Außer bei Morley, ne? Wow. Das war's wert. Gehen wir nach Illastana. Und dann wieder zurück. Den anderen, glaube ich, schaffe ich jetzt gerade auch noch nicht. Also da muss ich immer wieder so einen Schritt wieder zurückgehen und wieder nach vorne und wieder zurück und wieder nach vorne. Halt, jetzt muss ich hier lang. So, achso. Jetzt können wir wieder dahin zum Duras-Klamm. Genau. Perfekt. Ich muss wirklich mehr mit meinen Zaubern arbeiten. So, und jetzt muss ich auch erstmal den Safe Point finden. Weil es kann ja sein, dass auch hier unten was ist, ne? Ich war jetzt oben, aber ich war jetzt hier unten noch nicht lang. Aber nein, hier oben ist nichts weiter. Hier oben. Sagte er von unten und guckte nach oben. So. Ach, ich sehe jetzt zwei Ebenen. Okay, Etage wechseln. Ah, so funktioniert das Ganze. Okay, jetzt macht das Sinn. Dann nehme ich jetzt einfach mal... Ich glaube, das bringt gar nichts bei denen. Oh ja, das bringt schon mehr. Das hat definitiv mehr gebracht. So, warte, jetzt muss ich hier rüberspringen, ne? Dann muss ich, glaube ich, genau hier hin. Ich hoffe, ich kann dem Drachen ausweichen.
Und dann irgendwie hier runter. Ich weiß noch nicht wie. Ah, hier. Taking this? Ich dachte halt die ganze Zeit, man könnte hier irgendwo fest runterfallen, aber nein. Ich glaube, mit Frost bin ich da ganz gut dran. Was? Wo kommen die denn her? Okay, das hilft nicht. Dann nehmen wir hier doch Feuer. Hätte ich aber auch nicht gedacht, dass jetzt hier so viele Gegner auf einmal auftauchen. Ah, Ach, nicht schon wieder ich Mogri. Nein, nicht Mogri. Könnte ich mich ganz kurz mal heilen? Muss ich mich ernsthaft selber heilen? So, du bist ein Drache, ne? Alter, ihre Blasen machen richtig derbe Schaden. Blitzerdrache, Blitzerdrache, Blitzerdrache. So. Ich hätte es auch nicht mit so einem krassen Kampf gerechnet, aber ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Genau, stell mich zu den neuen Gegnern dahin. Okay, hier springe ich runter und dann muss ich jetzt hier nochmal gucken. Genau, hier geht es jetzt runter. Wenn ich da jetzt runterspringe, geht es hier rechts rein. Aber auch wieder kein Sprecherpunkt, ne? Das muss man mal... Das muss man eigentlich echt mal erwähnen, ne? Schätze, habe ich alle. Elementariten habe ich auch alle. Das wundert mich jetzt so ein bisschen, aber okay. So, jetzt aber hier ein bisschen besser, ne? Ja, jetzt stand ich besser. Nur allein deswegen hat sich der Weg schon gelohnt. So, jetzt können wir hier gucken. Ist hier irgendwo ein Schatz? Nein, aber hier müssen wir auf den Knochen langlaufen. What a difference from the pasture we passed through before, huh? I always considered the changing landscape as another thing to look forward to while traveling. Tina would have loved to see all these places. Let's rest up. So, und dann mal die nächste Mana-Ader. Wir müssen jetzt echt an dem Dicken da vorbei. Okay. Here, use this. Lucre noch erhöhen, geht das auch? I'm on it. Okay. Jetzt kommt der Osterhase. Der böse Osterhase. Bunny hat sich auch ganz schön geändert, ne? So, dann geben wir mal eine Feuerklinge und mir eine Feuerklinge. Hab ich jetzt kritisch getroffen oder hat sie kritisch getroffen? Ah, ich hab kritisch getroffen, okay. Dann hauen wir jetzt noch die Phönixflamme rum. Ja.
So. Schön immer in den Hintern rein. Was noch funktionieren könnte, wäre Frost. Das teste ich aber jetzt erstmal aus. Ja, nicht wirklich, oder? Ja, lass mich beiseite. Oh, das ist sehr schön. Aber auch das ist nicht wirklich... Oh. Okay. Meine Mana... mein Mana geht langsam zur Neige. Oh, das ist jetzt gerade auf mich abgesehen. Der Pack von ihm, er dreht durch. Habe ich verstanden. Das heißt... Bisher mache ich nicht wirklich viel mehr Schaden. Das heißt, ich muss gucken. Vielleicht hilft der... Schön. Wenn ich wüsste, was, gegen was du anfällig wärst, wäre das praktisch. Aber jedenfalls nicht von diesen drei Sachen, die ich da habe. Ach, sie hat ihn besiegt. Okay. Na dann. Schön noch ein Level up. So muss das sein. Du Inke? So, jetzt möchte ich wissen, wie war du Inke, bitteschön, zu besiegen? Das war... Feuer ist es nicht. Feuer, Mond, Wind, Wasser, das, was ich noch nicht habe. Das ist schön. So, und dann hatten wir jetzt... Welche Ritter waren das, die mich immer nerven? Der Rüstritter. Ach so. Der hat gar nichts. Okay. Fight such big monsters. They should just let us go already. The Dede Cliffs are just ahead. We should arrive shortly. Guck ich nochmal. Habe ich hier noch irgendwas? Alles entdeckt? Okay. Seht ihr, hier ist noch was. Yes. Goldkreuzklee. Und wir können weiter. Yay! Ab in den nächsten Bereich. Haken dran. Alles gefunden. Hey! Oh, the arms in the soul guard. Wow! Hurry! Let's go tell the grown-ups. Yeah, hurry up! Wow! What a welcome. I feel the weight of my role as an alm. Thanks for bringing down the mood, Palamina. Don't blame her. As queen, she knows exactly the manpower needed to provide for the alms. The Beast Watch may guard the Dede Cliffs, but it's the support of Illistana that sustains them here. Let us first greet the overseer of the watch before we consider climbing the cliffs. Endbruchklippen, aber
Da müssen wir hochklettern? The Dead Egg Cliffs. They're so tall, you can't see anything on the other side. You're telling me people would climb these cliffs? No way. The children went in the direction of the garrison. We should follow them. Ja, wir sollen in die Richtung laufen, aber erstmal will ich jetzt hier Kisten. Let me see. Nice. Aber ich sag's mal so. Hier haben wir ganz viele Kakteen. Das ist doof. Weil ein Kaktus heißt... Da könnte ein Kaktusfratz sein, aber es ist es halt nicht. Also, die können sich jetzt richtig gut tarnen, die Kaktusfratze. Oh, wartet mal. Found you, little cactus. Der war ja offensichtlich. Wen haben wir denn da? Der Fratz hat kein gutes Versteck gefunden. Der Fratz ist aufgeflogen. Hm, wohin als nächstes? Das war wirklich das ein... Also, neben dem einen mal abgesehen, wirklich das einfachste Versteck. Ich wollte eigentlich hier hinter. Ah, da. Ich habe nur die Kiste gesehen. Let me see. A rare item. Okay. Beim Erstschlag mehr Schaden. Auch nicht schlecht. So, dann gucken wir ganz kurz nach dem... Hier endet der Weg. Am Fuße dieser Klippen. Dann ist mein Abenteuer wohl vorbei. Wütiger Kaktus, wer hat diese Wand erbaut, so hoch zu sein, erlaubt so hoch zu sein? Was, wenn ich aus Versehen runtersehe? Was, wenn mir schwindelig wird? Panik! Oh, jetzt knurrt mein Magen. Nach dem Essen bezwinge ich dich, Wand. Ne, da habe ich dich schon voll gefunden. Guck mal, was hier alles ist. Ich darf nicht mal mehr meinen Begleiter holen. Taking this? Es wird ja eine Ewigkeit dauern, hier alles frei zu spielen. Da würde ich dann aber sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Weil das ist jetzt hier echt eine ganz große Nummer. Irgendwo hier ist doch die Kiste, hä? Ah, da. Ich meine nur, ich kann bis nach da hinten gucken. Und ich bin noch nicht mal mehr in der Nähe. Na gut, so weit ist es jetzt auch nicht weg. Wenn ich jetzt mal ehrlich bin... Ich finde es interessant, dass hier mehrere Wege sind. Was hat es so den Anschein? So, how do we get this Jackseed growing? The Beast Watch should know what to do. It's safe in their hands. Shall we seek an audience with the overseer of the watch? Ja, wir können ja dann noch da. Wir können das Gespräch ja noch suchen. So ist es ja jetzt nicht. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal den Speicherpunkt finden. Er wird wahrscheinlich dann hier vor irgendwo sein. Da ist er. Ha, seht ihr mal. Oh, ist der gute Speicherpunkt. Den hatte ich gesucht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro rein. Tschö, tschö.